Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal ein Cola-Bedell machen. Das ist ein Zuschauerwunsch gewesen. Hat mich einer über Facebook mal angeschrieben, ich könnte ja auch sowas mal machen. Nee, Quatsch. Er hat das hier bei YouTube reingeschrieben, aber hat mich dann über Facebook nochmal gebeten, dieses denn doch zu machen. Also habe ich mir gedacht, machst du das mal. Und zwar habe ich hier verschiedene Colas. Einmal habe ich hier Afri-Cola. Ja, das ist blöd mit dem Bildschnitt. Ich habe schon ein paar Mal versucht, die Kamera anders zu positionieren, aber geht leider nicht anders. Dann haben wir hier die Coca-Cola. Wir haben hier einmal Pepsi-Cola. Dann haben wir einmal Vita-Cola. Wir haben Fritz-Cola. Wir haben einmal von Gut und Günstig, von Edeka eine Cola. Und wir haben Dr. Pepper. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich habe natürlich hier 7 verschiedene Gläser. Und sind ein bisschen, ein bisschen viele Colas, würde ich sagen. Wie mache ich das jetzt, dass ich die nicht verwechsle? Ich stelle die mal hier alle in einer Reihe auf und die jeweilige Cola dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr es denn sehen könnt. Ich fange mal hier an. So. Ja, ich muss da ein bisschen nach dem Bild gehen, wie ich das dummlicherweise alles aufs Bild kriege. Werde ich noch hier hinstellen. So, dann haben wir hier einmal die Fritz-Cola, einmal hier, oder nee, wir nehmen die Fritz-Cola hier hin, die Coca-Cola dorthin. Hier nehmen wir die Edeka-Cola hin. Hier nehmen wir die Pepsi-Cola hin. Hier nehmen wir die Afri-Cola. Ja, und die Vita-Cola versuchen wir hier hinzupacken. So, ich hoffe, so geht es. So, dann fangen wir an. Mit der richtigen Cola. Dann Dr. Pepper. Oder Dr. Pepper.
jetzt geht's weiter mit Fritz Cola. Jetzt mit der Afri-Cola. Jetzt mit der Gut und Günstig. Jetzt kommt die Vita Cola. Und zum Schluss kommt die Pepsi Cola. So, fangen wir zuerst an mit der richtigen Coca-Cola, der Original-Coca-Cola. Ja, sie schmeckt also nicht zu süß. Typischen Cola-Geschmack. Ich glaube, jeder sollte Coca-Cola Original kennen. Und machen wir jetzt weiter mit Dr. Pepper. Die riecht schon so ein bisschen nach Kirsche. Sie schmeckt auch nicht wie die normale Cola. Sie hat einen Kirschgeschmack. Definitiv. Ist auch nicht zu süß. Aber ja, der Kirschgeschmack, den schmeckt man raus. Gut. Nehmen wir jetzt die Fritz Cola. Die habe ich noch nie vorher gesehen und auch nicht getrunken. Sie schmeckt, sie riecht so ein bisschen, ja, süßlich, nicht Cola-mäßig. Ja, der Geschmack ist süßer wie die anderen beiden. Und der Cola-Geschmack, ja, kommt nicht so intensiv zum Vorschein. Schmeckt aber, ich sage mal, nicht schlecht. So, machen wir weiter mit der Afri-Cola. Gut, die Afri-Cola ist für mich ein Begriff. Kenne ich, aber ewig nicht getrunken. Ja, die Kohlensäure ist hier komischerweise ganz schnell raus. Und schmeckt ein bisschen herber wie die Fritz Cola. Aber ja, großen Unterschied zu den anderen Colern auch nicht. Dementsprechend gut. Machen wir die Gut und Günstig Cola. Probieren wir die mal. Ja, die ist
süßer als die anderen. Und vom Geschmack her, dieser Cola-Geschmack, der ist so leicht künstlich und lascher. Die ist verdammt süß. Gut, kommen wir jetzt zur Pepsi. Die Pepsi ist auch etwas süßer als die anderen, aber vom Cola-Geschmack intensiver wie die Billig-Cola. Also man schmeckt ganz, dieser typische Cola-Geschmack ist bei der auch vorhanden. So, und jetzt kommen wir zu der Vita-Cola. Ja, Vita-Cola ist ja, ich sage mal, ein Ostprodukt. Also aus den neuen Bundesländern kommen die. Und ich hatte das ja noch mit der Grenzöffnung erlebt. Viele von euch kennen die Grenzöffnung wahrscheinlich nur aus den Geschichtsbüchern. Und ich weiß also, wie die Vita-Cola damals original geschmeckt hat. Und ich kann euch nur eins sagen, also die hatte mit Cola so viel zu tun, wie eine Kuh Ahnung hatte vom Fußballspielen. Also da war Cola-Geschmack, das war alles andere als Cola. Gut, das haben sie natürlich jetzt im Laufe der Zeit, haben sie das Rezept natürlich verfeinert, verbessert. Und ja, sie riecht so leicht nach Zitrone, so Zitrusfrucht. Und sie schmeckt auch ein bisschen nach Zitrone. Also Zitronenschmack ist drin. Es ist eine saure kann man nicht sagen. Es ist eine säuerliche Cola. Also die ist überhaupt nicht süß, sondern sie ist schon ziemlich sauer. Und der Cola-Geschmack ist auch nicht so intensiv wie bei diesen anderen dreien jetzt hier. Und aber ist, ich sage mal, verträglich zu dem, wie sie ganz früher mal geschmeckt hat. Also sie haben halt, Entschuldigung, das kommt davon, wenn man viel Cola trinkt. Also sie haben am Geschmack schon viel getan. Wie gesagt, früher hat die Original Vita Cola nicht viel mit Cola gemeinsam gehabt. Das hat sich jetzt schon stark geändert. Aber wie gesagt, sie hebt sich von den anderen immer noch am stärksten ab. Schmeckt, das ist so eine Mischung ungefähr zwischen Cola und Zitronensprudel, wobei Cola den wenigsten Anteil davon ausmacht, sondern mehr den Zitronen, den säuerlichen Geschmack. Gut, welche schmeckt mir jetzt persönlich am besten? Ich würde sagen, die Fritz Cola. Die würde ich sagen, die kommt so mehr ins Mittelfeld. Ganz klar. Coca-Cola natürlich. Moment. Wir werden das jetzt mal ein bisschen hier. Also als absoluten Favorit Coca-Cola. Dann Dr. Pepper.
Schmeckt auch nicht schlecht mit diesem Kirschgeschmack da drin. Danach kommt die Pepsi-Cola. Dann würde ich sagen, kommt die Fritz-Cola, die Afri-Cola, die Vita-Cola und zum Schluss ja die Billig-Cola hier. Also die, sage ich mal, ist vom Geschmack her am schlimmsten. Wobei Vita-Cola eigentlich gar nicht so schlecht ist. Bloß, wie gesagt, für mich ist der Säureanteil da ein bisschen zu strong. Da ist mir zu viel Säure drin. Die hat also mit Cola-Geschmack ist zu wenig und der Säureanteil ist zu hoch. Sie hat überhaupt gar keine Süße, sondern nur Säure. Und das ist nicht so mein Fall. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Es war mal was anderes. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch andere Videos sehen wollt dieser Art, wo ich andere Produkte, Gleichprodukte miteinander vergleiche, billig gegen teuer und ja, selten gegen halt eben sowas wie jetzt hier. Weil wie gesagt, diese Fritz Cola kannte ich vorher überhaupt noch nicht. Pepsi war mir ein Begriff. Dr. Pepper hatte ich ja schon mal getestet. Coca-Cola, ja, kein Thema. Vita-Cola kenne ich ja auch. Aber ist halt eben auch nicht, ich sag mal, so bekannt vielleicht. Und ja, war eine Erfahrung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.